Hallo Leute, ihr habt unterwegs eine Reifenpanne. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze beheben könnt. In Teil 1 zeige ich euch eine kleine Grundausrüstung, die ihr mir dabei haben sollt, sonst geht's nicht. Und in Teil 2 zeige ich euch, wie ihr das Ganze ruckzuck flicken könnt oder eventuell den Reifen erneuern könnt. Wollt ihr nach einer Reifenpanne nur den Schlauch erneuern, müsst ihr natürlich den richtigen Schlauch kaufen. Und da gibt es Folgendes zu beachten. Es gibt drei verschiedene Ventiltypen und auch verschiedene Schlauchgrößen. Wie ihr das Ganze herausfindet, zeige ich euch jetzt am Fahrrad. Also hier haben wir ein ganz normales Autoventil. Bei den Reifengrößen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo die stehen könnten. Einmal ist es hier schön buntig aufgedruckt. Oder hier, es ist in den Reifen eingepresst, seht ihr die Reifengröße, die ihr für neue Schlauch benötigt. Im Fahrrad haben wir ein sogenanntes Blitzventil, aber auch hier wieder eingepresst in den Deckmantel die Reifengröße. Hier haben wir jetzt die dritte Möglichkeit des Ventils, das ist das Claveron oder auch französisches Ventil genannt. Und hier auch, hier ist es jetzt auf dem Kopf stehend, die Reifengröße, die ihr benötigt. Nochmal kurz zusammengefasst, es gibt also, wenn ihr einen Schlauch erneuern wollt, drei verschiedene Ventilarten. Dann müsst ihr nachschauen, welche Reifengröße das ihr braucht. Und dann steht eigentlich dem Kauf eines Schlauchs nicht mehr im Weg, weil die Fachhändler wissen dann ganz genau, was er euch da geben soll oder im freien Handel, je nachdem. Ich zeige euch gerade mal ein Beispiel von einem gekauften Schlauch von mir, wie das Ganze aussehen könnte. Hier sieht man diese Reifengröße und hier sieht man dann noch das passende Ventil dazu. Hier in diesem Falle dieses Claveron oder französische Ventil. Bei diesem Rad benötigt ihr kein Werkzeug, weil hier haben wir eine Steckachse verbaut, die ganz normal aufzuklappen ist und nur rauszudrehen. Das Ganze ist auch bei dem Bike an der Hinterachse verbaut. Für dieses Rad benötigt ihr Werkzeug, und zwar ist das ein 15er Schlüssel, also ob ihr jetzt einen Gabel oder einen Ringschlüssel habt, bleibt euch überlassen. Das Ganze auch auf dem Hinterrad. Hier müsst ihr noch beachten, hier ist noch eine Stütze verbaut und da braucht ihr auch noch Werkzeug. Da müsst ihr mal schauen, bei einigen ist eine Schraube und eine Mutter, hier ist es eine Imbusschraube und innen eine Mutter. Also da müsst ihr individuell entscheiden oder nachsehen, welche Größen ihr braucht, um das Ganze zu lösen. Weil das muss hundertprozentig gelöst werden, sonst kriegt ihr das Hinterrad nicht raus. Benötigen wir an der Vorderachse den 15er Gabel oder Ringschlüssel. Aber hier ist es bei der Hinterachse ein wenig anders. Das zeige ich euch noch. Die Hinterachse ist hier durch eine Steckachse gesichert. Also hier an dem Fahrrad haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Dass ihr verschiedene Werkzeuge braucht, habt ihr nun auch gesehen. Also es gibt diese Steckachse, da braucht ihr natürlich kein Werkzeug. Und dann gibt es eben noch diese Schrauben, da braucht ihr dann einen 15er Gabel oder Ringschlüssel. Und gegebenenfalls noch auf dem hinteren Reifen diese Stütze, wo dann auch noch speziell mit Werkzeug befestigt ist, aber das dann individuell müsst ihr dann prüfen, was ihr da benötigt. Was benötigt ihr noch? Klar, Werkzeug, Reifenheber und vor allem das Flickzeug. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hier haben wir einen Standard-Flickzeug.
Kit. Und zwar ist es von der Firma Rema Tiptop. Bin ich sehr davon überzeugt, passt. Alles ist einfach zu verbauen. Und da haben wir dann verschiedene Flickgrößen drin und alles, was man dazu braucht, um einen Reifen zu flicken. Das ganze Set gibt es auch noch als Touring-Set. Das heißt, wenn man eine größere Tour macht, eine Mehrtagestour, eigentlich dasselbe, nur ein bisschen größer mit mehr Flicken drin. Ansonsten genau dasselbe. Das Ganze gibt es auch für Mountainbike. Da verhält sich das Ganze ein wenig anders. Da haben wir hier zum Beispiel Flicken drin. Einmal für den Schlauch. Dann haben wir einmal für den Deckmantel. Dann haben wir hier in diesem Set haben wir zwei Reifenheber, die Vulkanisationsflüssigkeit und dieses Schmirgelpapier. Und wo auf der anderen Seite noch mit gummiert ist. Dann gibt es auch noch ein spezielles Kit für Rennräder. Ist eigentlich das gleiche wie das Tour-Kit, nur dass man hier eben 6 Flicken drin hat und die Besonderheit bei den Flicken ist, die sind besonders dünn, weil ja auch diese Reifen und Räder besonders dünn sind bei den Rennrädern. Dann haben wir hier für die Nostalgiker noch was. Das ist eine Blechdose, sind aber auch original Flicken alles drin, entspricht diesem Touring Set. Ja, hier haben wir eigentlich nichts drauf stehen. Dann habe ich hier noch eine kleine Besonderheit, und zwar ist das ein Montageflut. Wenn der Deckmantel bei der Montage oder Demontage nicht so ganz runter geht, da kann man das drauf machen. Perfekte Geschichte. Und zu guter Letzt, wenn wir uns dann hier einen abgewürgt haben und die Hände schön schwarz sind, wenn man keine Handschuhe oder was dabei hat, Handreinigung ohne Wasser. Das heißt, das Ganze wird auf die Hand aufgetragen, verwischt, abgerieben und dann sollte die Hand wieder oder die Hände wieder einigermaßen gebrauchsfertig sein. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was es für Flicksets gibt. Also hier haben wir das normale Tour-Flickset. Dann gibt es dieses Touring-Flickset, wo eben mehr Flicken drin sind. Dann haben wir hier für die Nostalgiker das Ganze in der Blechdose. Dann haben wir hier das Mountainbike-Flickset. Und zu guter Letzt noch das Flickset für Rennräder. Und dann individuell nochmal diese Montagefluid und das Handreinigung ohne Wasser. Hier nochmal das Gesamtpaket. Also hier seht ihr den Schlauch, Reifenheber, Luftpumpe, Werkzeug. Das eine Werkzeug steht aber individuell. Das heißt, ihr müsst sehen, Vorderachse, Hinterachse, Strebe, dementsprechend braucht ihr mehr Werkzeug, vielleicht einen Lappen, dann haben wir hier diese Flickset, dann ja auch noch Flickset und eventuell noch diese Tube Montagepaste und noch diese Tube Handreinigung ohne Wasser. Und nun geht's los mit dem Film Teil Nummer 2, wie ich das Ganze behebe. Da ich ja die ganzen Produkte von der Firma Tiptop kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, zum Testen, möchte ich euch nochmal kurz zeigen, was es da alles gibt. Also hier haben wir nochmal diese kurze Reparatursätze. Mountainbike, Rennrad. So, und da gibt es noch zusätzlich, gibt es für die Mountainbike, wo man die speziell die Decken noch reparieren kann. Und dann gibt es hier noch für Mountainbike und E-Bikes ein Reparaturkit. Das ist ganz klasse, weil das sind nämlich alles drin, was man braucht. Das sind Adapter drin, das sind Kartuschen drin. Dann haben wir hier noch
Kettenöl, Bowdenzug und Schlosspflege. Und dann gibt es hier noch eine Flasche, so ein Montageflot. Und dann gibt es hier noch eine Big Box. Was da alles drin ist, kann ich euch mal kurz zeigen. Da ist zum Beispiel auch so ein Lochschnüffler drin, der eigentlich sehr zu empfehlen ist. Dann haben wir hier noch so ein kleines Werkzeug, um diese Fliegen beizudrücken. Dann haben wir dreimal Reifenheber. Ja, unser Riesendinger ist aber mehr für zu Hause gedacht. Und dann gibt es hier noch solche Reparatursätze für Zelte, Luftmatratzen und Boote. Da gibt es auch zwei verschiedene Ausführungen. Kann ich aber euch gern nochmal verlinken, was das ist, wenn ihr die Adresse dran habt. Aber ich habe mich jetzt speziell ein bisschen auf die Fahrradgeschichte versteift. Wem das Ganze jetzt ein bisschen schnell war, ich werde dann in Teil 2, wenn wir das ganze Rad ausgebaut haben und dann zum Flicken übergehen, das Ganze noch ein bisschen vertiefen, werde auch dann zeigen, was in den ganzen Set drin ist. Und dann könnt ihr euch individuell entscheiden. Ihr müsst nicht von Tiptop nehmen. Gibt es auch logischerweise auch andere Produkte. Aber ich bin davon überzeugt und ich werde es euch mit diesen Dingern zeigen, weil ich habe es schon des Öfteren gebraucht und mich hat das voll und ganz überzeugt. Dies soll aber kein Werbevideo für Tiptop sein. Bitte zu beachten.